können sich entscheiden, ich bin neugierig, wie dieser Wein schmeckt und möchte nur mal einen Probierschluck nehmen. Das können Sie sowohl für einen Wein mit 3 Euro, das können Sie aber auch, um jetzt unser oberes Ende zu präsentieren, mit einem Solaia, dem Sollio, Pinanello. Das heißt, wir haben diese Weine immer offen. Das heißt, die nehmen diese Karte. Ich kenne eigentlich keinen Ort, wo Sie einen Tagnanello oder einen Solaia mal schnell mal so offen probieren können. Sie können das hier für einen relativ vernünftigen Preis noch probieren. Ich glaube, kein Weinhändler ermöglicht Ihnen mal schnell eine Flasche aufzumachen, um dann zu entscheiden, ob er Ihnen noch 6 weitere Flaschen verkauft. Hier können Sie entscheiden. Sie können aber auch den 3-Euro-Wein gegen den 30-Euro-Wein matchen und können sagen, der 3-Euro schmeckt mir persönlich besser. Das finde ich gut. Ja, dass man einfach selber sich eine Meinung bildet und nicht einfach nur auf die typischen Sachen, was hätten Sie gern für einen Wein? Die übliche Antwort ist, trocken. Ja, und dann hat sie es meistens schon. Mehr erfahren Sie in der Regel selten. Hier können Sie eine ganze Menge auf den Displays zu den Weinen lesen, wenn Sie wollen. Hier können Sie Ihr eigenes kleines Weintasting machen. Hier können Sie auch nur ganz unkompliziert reinkommen, Karte, Wein und in die Lounge setzen und genießen. Das ist das, was wir hier haben. Wir haben insgesamt davon 84 Positionen. Sowohl hier wie auch im Restaurantbereich nochmal 54. Dass wir also ausreichend Positionen haben, wo Sie Wein ausprobieren können, Wein genießen können. Das basiert eben auf der Idee, zu sagen, dieses unkomplizierte, sich selbst was zu holen, selbst eine Meinung zu bilden. Sie können sich aber auch hinten hinsetzen und können den Wein bestellen und er wird Ihnen dann auch in Ihren Platz gebracht. Okay. Auch anbieten, einfach so als ein kleines stilistisches Element, das wir zukünftig mittlerweile auch mit Licht seit ungefähr 10 Minuten, ich kann es gar nicht glauben. Es ist eine große Freude, das ist endlich. Das ist so ein bisschen unser Aushängeschild, unser gemeinsames Aushängeschild, das ist die von uns sogenannte Antipasti-Station. Der obere Bereich ist gekühlt bei plus 8 Grad, da hängen unsere Schinken und Würste, die direkt aus der Region Mantova kommen. Berühmt für seine Qualität im Bereich von Schinken- und Wurstverarbeitung. Das ist jetzt nicht nur für Sie als Show, sondern diese beiden Herren arbeiten hier fast täglich und bereiten hier die vielfältigen Antipasti-Sachen zu, von Schinken, von Caprese, von einer Vielzahl von italienischen Sachen. Wir haben diesen Schinken lang und breit verköstigt, ausprobiert und wir waren froh, dass wir die Firma Petrazzoli gefunden haben, die wirklich eine exzellente Qualität haben. Seit 120 Jahren eigene Zucht, eigene Schlachtung, eigene Wurstherstellung, eigene Schinkenherstellung, wo wir ein hohes Maß an Vertrauen haben, dass die sich zwar nicht Bio nennen, aber wir wissen, wo es herkommt, die wissen, wo ihre Schweine herkommen. Das sind keine Importschweine, die dann irgendwie umetikettiert werden, sondern die kommen aus einem ganz eigenen Beritt. Und insofern sind wir froh, dass wir einen sehr guten Partner gefunden haben, den wir hier sehr stark zu hervorheben. Und als zentrales Element auch in der Gestaltung, wo man sich schnell mal drum rumsetzen kann, wie gesagt, das Stück Schinken, das Glas Wein auf die Schnelle genießen kann. Und was wir dann versucht haben bei diesem doch sehr großen Raum ist, dass wir versucht haben, dem Raum eine Struktur zu geben über kleine Kojen. Das heißt, in diesen Kojen haben Sie fast wie das Gefühl, Sie sind in einem ganz kleinen Restaurant, sind sich aber trotzdem bewusst, Sie sind eigentlich in einem sehr großen Restaurant. Aber die Kojen an sich, Sie merken es auch von der Akustik her, haben wir versucht, das Ganze so auszubauen, dass es eben kein riesen Lärmquelle ist, sondern dass es doch eine ganz angenehme Akustik ist und so kleine Nischen eben gibt. Das zieht sich jetzt fort bis ans andere Ende vom Restaurant. Was mich besonders freut, ist, dass, dieser Standort, den wir hier gefunden haben, eigentlich nur ein Block weiter entfernt ist von der ehemaligen Aubergine, wo ich eigentlich das Kochen gelernt habe. Und mein großer Meister war Reinhard Witzigmann, der immer gesagt hat, das Produkt ist das da, nicht der Koch. Und das Produkt muss gut sein. Und was mir dann eben beim Cosimo in seiner Fattoria, in seinem Haus nenne ich es jetzt mal, weil ich will nicht mehr Restaurant sagen, das sehen Sie auch hier, es ist alles offen, es ist eigentlich wie so ein großes Wohnzimmer von uns drei. Und wir haben dann einfach zusammengesessen und haben die ganz einfachen Sachen gegessen. Und das ist, die große Kunst ist es eben, das was der Marco Cilius schon gesagt hat, ein tollen Schinken. Deswegen sehen Sie vorne gleich, wenn wir dann vorgehen, die ganzen tollen Schinken hängen. Es ist eine tolle Olive, das ist frisch geröstete Mandeln. Und das Schöne ist eigentlich, wenn man mit Freunden zusammensitzt, dann isst man eben nicht eine große Portion, sondern das zieht sich einfach über eine längere Zeit. Man probiert ein bisschen was davon, man probiert ein bisschen was von der Pasta, dann vielleicht noch einen kleinen Salat. Und dieses Lebensgefühl wollten wir einfach hier einbringen. Und
finde es einfach insofern hochspannend, auch mit der Technologie, das wird der Markt, dann wird der Markt gleich noch was dazu sagen, dass man sich hier bewegen kann, wie man möchte, man bekommt was gebracht und ich werde dafür sorgen, dass das, was gebracht wird, eigentlich gut schmecken soll. Das ist der Hintergrund. Ja, ganz kurz zur Technologie. Ich möchte es ganz, ganz deutlich sagen, die Technologie spielt bei uns nicht die erste Geige. Was ganz, ganz klar im Vordergrund steht, ist das Design, die Servicekultur, das Essen. Vielleicht an allererster Stelle auch die Mischung aus Servicekultur und aus Essen. Das ist das, was ganz, ganz klar im Vordergrund steht. Das heißt, wir sind immer vom System her so oder von unserem ganzen Denken her so, dass wenn die Technik mal versagen sollte, und es passiert uns alltäglich, dass Technik mal irgendwo nicht so funktioniert, wie wir wollen, dann haben wir hier Menschen. Und wir haben das italienische Leben ist eben nicht das XXL-Schnitzel. Es ist eben nicht die Riesenportionen. Es ist einfach die Vielfalt der Regionen, die Vielfalt der kleinen Portionen, was uns eigentlich begeistert hat, zu sagen, warum gehen wir nicht diesen Weg, vielleicht teilweise konträr zu dieser XXL-Welle, die hier durchs Land rollt, zu sagen, wir präsentieren einfach für die kleine Portion Pasta, die ich dann kombinieren kann mit einem kleinen Salat, mit einem kleinen Stück Fleisch. Ich kann zusammenstellen, ich kann mir ein Menü zusammenstellen aus 5, 6 Sachen. Ich kann mir nur 2, 3 Sachen nehmen. Ich kann mittags entsprechend ganz kurz, knappes Zeitbudget, eine kleine Portion essen und kann entsprechend am Abend hier vielleicht auch ein 4, 5 Gänge-Menü zusammenstellen. Das Ganze dreht sich also um diese nicht kleine Portion in Form von, dass das jetzt alles künstlich auf Mini ist, sondern es ist aus unserer Sicht, aus seiner Sicht viel mehr italienisch, dass man eben 100 Gramm Nudeln isst, was in Italien normal ist, als Primi, und nicht 300 Gramm, was das übliche, teilweise die Erwartung ist in Deutschland. Aber das eben kombiniert mit ein bisschen Bruschette, mit einem Salat, mit einem Entrecote, mit einem Lachs vom Grill. Und das war so die Ausgangsidee, warum können wir dieses Feeling, was die Menschen dort haben, wenn sie ihn besuchen, wenn sie nach Italien fahren, rüberbringen. Dann tun Sie hier auf Auswahl bestellen. Dann können Sie sagen, was Sie möchten, aktuelle, bereits bestellt. Hier hat schon jemand eine Rhabarberscholle bestellt. Sie können es, glaube ich, noch besser erklären als ich. Genau. Und wenn ich jetzt was zu essen möchte, dann sage ich, ich möchte eine Antipasti haben. Dann extra. Genau, und hier ist halt alles. Und ich kann halt dann immer, wenn ich das haben möchte, brauche ich hier einfach nur anzuklicken, um dann zu sehen, was ich habe. Und dann sage ich Auswahl, wenn ich jetzt sage, okay, das reicht mir erstmal, mache ich Auswahl anzeigen, dann zeigt er mir genau an, was ich bestellt habe. Und dann sage ich diese Auswahl bestellen und dann geht es in die Küche.